Heute bin ich hier und habe für euch was zum Thema Bauchentscheidungen. Wie wichtig Bauchentscheidungen sein können. Auch in meinem Fall ganz wichtig. Wir haben da immer so ein bisschen so einen Marketingfilter im Kopf, wo wir immer genau darüber nachdenken, können wir das jetzt alles so machen? Können wir das so sagen? Können wir den Film so stehen lassen? Also immer das Hinterfragen im Kopf, kann ich das so tun, wie ich es tue? Und da haben wir von Natur aus mehr oder weniger einen sogenannten Instinkt, und zwar das Bauchgefühl. Alle weltweit wichtigsten Entscheidungen sind tatsächlich Bauchentscheidungen. Und diese Bauchentscheidungen werden dann als Kopfentscheidungen verkauft. Warum? Weil viele sagen nach außen, hast du eine Bauchentscheidung, die dann letztendlich so eine Tragweite hat, die können wir als Bauchentscheidung lassen, geht nicht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, und zwar eine ganz krasse Erfahrung mit einer Bauchentscheidung, die bei mir ziemlich viel verändert hat. Und deswegen gehen wir jetzt zurück ins Jahr 2014. 3. Januar 2014. Als Personal Trainer im Fitnessstudio bist du natürlich bekannt. Und jedes Jahr im Januar, also nach Silvester, wo sich ganz viele Menschen vorgenommen haben, ja, jetzt dieses Jahr fange ich an, Fitness-Lifestyle, Ernährung umstellen, gesund ernähren, viel Sport betreiben. Ich mache alles anders, wie ich es vorher gemacht habe. Kommen die natürlich zu mir und fragen mich ziemlich viel. Und ja, und da ist natürlich immer die Frage, ja, Andreas, ich will jetzt unbedingt abnehmen, ich möchte so und so viel Kilo abnehmen, ab sofort. Was empfiehlst du mir? Ja, und als Berater, wenn man es auch nicht bezahlt bekommt, fängt man an und erzählt natürlich, du musst natürlich deine Ernährung umstellen, du sollst ab sofort am besten dreimal am Tag essen, du solltest den Alkohol minimieren, du solltest die Süßigkeiten am besten so weit wie möglich eliminieren. Und dann siehst du, wie von Satz zu Satz, wenn du sagst, wie die Gesichter immer länger werden. So. Und dann ist mir am 3. Januar 2014 der Kragen geplatzt. Aber ich will doch mein Nutella weiter essen. Und mein Lolli. Und mein Eis. Und mein Kaba. Ich kann es nicht mehr hören. Weil ich erstens mal keine Ruhe hatte im Sport. Ich wollte für mich trainieren und jeder fragt dich. Und du siehst aber, wenn du was sagst, eigentlich wollen sie es überhaupt nicht hören. Sondern es soll alles am besten so sein, wie es vorher war. Nicht groß Aufwand und Hauptsache ein Ergebnis. Und dann bin ich aus dem Studio raus und habe mich ins Auto gesetzt und musste mir einfach mal Luft machen. Und habe mein Handy vorne links reingestellt, Querformat draufgedrückt und dann habe ich ohne drüber nachzudenken einfach mal Gas gegeben und habe mich einfach mal sozusagen ausgekotzt. Das glaubte, ging 2,5 oder 3 Minuten, so irgendwas ging das Ganze. Also richtig feuerfrei und ich habe da nicht drüber nachgedacht, was ich tatsächlich sage, sondern einfach mal so. Und dann habe ich mir den Video angeguckt. Hab da reingeschaut und dachte, den kannst du so nicht hochladen. Das kannst du vergessen. So, was habe ich gemacht? Handy ausgeschaltet. Da habe ich überlegt, warum sollst du nicht hochladen? Kannst du denn wirklich nicht hochladen? Da habe ich nochmal angeschaut, haben angemacht und angeschaut und fanden irgendwie selber irgendwie lustig. Und habe gesagt, weißt du, was du jetzt machst? Du ladest jetzt einfach diesen Video hoch bei YouTube auf deinen Kanal. Und was habe ich danach gemacht? Ich habe mein Handy ausgeschaltet. Weil irgendwie hatte ich gedacht, oje, oje, das gibt bestimmt richtig Stress. Weil ich war einfach sehr emotional und ja, habe dann die Leute so ein bisschen beschimpft. Und Handy ausgeschaltet, Sonntag, das war morgens um, glaube um 10, halb 11. Und am nächsten Morgen, am Montagmorgen, schalte ich mein Handy wieder an, nach dem Frühstück. Und gucke so in meine E-Mails rein und denke, hoppla, was ist denn da passiert? Ich glaube, über 300 E-Mails kamen rein, also wesentlich mehr wie sonst. Konsens durch die ganzen Videos durch war Video. Video bei YouTube, viele neue Fans, Follower bei YouTube oder Fans, dann viele neue Facebook-Fans und ich wusste nicht, was da passiert ist. Dann habe ich so ein bisschen nachgelesen und dann fiel mir ein Name immer wieder auf. Und zwar der Name
Calvin Hollywood. Und ich dachte noch, wer verdammt nochmal nennt sich Calvin Hollywood? Und habe noch ein bisschen nachgelesen. Und dann stellte sich Folgendes raus, dass ein Herr Calvin Hollywood diesen Video sehr, sehr geil fand, weil er sich selbst erkannt hat, also auch jemand war, der sagt, jawohl, ich möchte mich verändern, möchte endlich mal sexy aussehen, immer einen ganz flachen Bauch und Sixpack, aber investieren dafür, Ernährungsänderung, Sport betreiben, nö, kein Bock. So, und der hat ihn bei sich in seiner Facebook-Seite geteilt, hat ihn gefeiert und die Leute haben ihn auch gefeiert. Das heißt, der Video kam bei denen ganz anders an, wie ich es gedacht habe. Der Video ging durch die Decke und die feierten letztendlich einfach die Ehrlichkeit, die Authentizität zu sagen, ja, er hat einfach die Worte in den Mund genommen, die man leider meistens nicht so gerne hören, aber er hat es auf den Punkt gebracht. Und durch diesen Video, durch diesen einen Video, der einmal nicht durch den Marketingfehler da oben ist, wo jeder Marketingstratege wahrscheinlich gesagt hat, Andreas, oh, da wäre ich vorsichtig, das könnte böse Kommentare geben, da verlierst du an Glanz. Rausgehauen und dann kommt danach eine Kette an Ereignissen, wo an einen Punkt führen, der wäre ohne diesen Video nie zustande gekommen. Okay, Calvin Hollywood liked dieses Teil, findet es geil, ladet es hoch. Ich bekomme ganz neue, viele Follower, neue Fans. Ich melde mich bei Calvin Hollywood und bedanke mich dafür, dass er den Video bei sich geteilt hat. Dann habe ich reingeschaut, was der liebe Calvin alles macht und stelle fest, der Calvin, der hat geile Fotos, mega geile Fotos vom Style, also von der Bearbeitung, genau die Fotos, was ich geil finde. Und ja, und dann kamen so mit einer Konversation, so Smalltalk ein bisschen über E-Mail, kam immer so seine E-Mail so im 2-3-Stunden-Takt zurück. Und irgendwann sage ich, schreibe ich, Kelvin, ich hätte Interesse zum Shooting und ich habe ein Kostüm. Und zwar ein Spartaner-Kostüm. Dann kam auf einmal in 30 Sekunden Rückantwort, ein echtes, ich ja, 30 Sekunden später, wann treffen wir uns? So, dann habe ich mich mit Kelvin getroffen. Wir haben kurz geredet, danach haben wir ein Fotoshooting gehabt mit sensationellen Bildern, Megabilder, aber nicht nur Spartanerbilder, sondern eine ganze Vielzahl von Bildern. Danach hatten wir einen Austausch. Calvin sorgt für geile Bilder für mich und ich sorge für seinen Fitness-Lifestyle. Der Calvin hat dann innerhalb von einem Jahr knapp 16 Kilo abgenommen oder sogar ein bisschen mehr wie 16 Kilo. Ich bin heute noch für den Fitness-Lifestyle von Calvin mehr oder weniger zuständig. Ich habe noch einen sehr, sehr guten Kontakt zum Calvin. Und jetzt, nach dieser ganzen Geschichte mit Fotoshooting, mit vielen Dingen, die passiert sind, auch letztendlich habe ich mich auch verändert. Ich habe mich ein Stückweise am Calvin orientiert, weil der Calvin ein echt ein gutes, wie soll man sagen, Geschäftsgebaren hat. Er weiß, was er tut, er weiß, was er in seiner Firma tut. Und habe mir einiges von ihm abgeschaut. Das waren alles Dinge, die mich wesentlich weitergebracht haben im Business. Ja, und letztendlich kam der nächste Punkt, dass ich irgendwann mal letztes Jahr, 2017, einen Tag vor meinem 51. Geburtstag, kam eine Nachricht auf dem Handy, und zwar eine WhatsApp-Nachricht. Und ja, da war ein Herr Dirk Kräuter. Ich sage noch zu meiner Frau, zu Corinna, sag noch du, was kennst du denn? Weil im Video, also in WhatsApp-Nachricht, da war drin, ob ich mir vorstellen könnte, vor bis zu 10.000 Menschen eine Fitnessvorführung zu machen. Und ich dachte, Alter, wer ist das? Sage ich noch zu der Corinna und sag du, der Kräuter, was soll das? Wer ist das? Da sagt sie, mach mal langsam, den kenne ich irgendwoher. Ja, last but not least stellt sich raus, klar, der Kelvin kennt den Dirk, die sind also gute Freunde. Und er hat mich bei Dirk gepitcht und hat gesagt, du Dirk, ich kenne da jemanden, du suchst jemanden für deine Bühnenauftritte, für deine Fitnessunterhaltung während deiner Veranstaltung, während deiner Vertriebsoffensive. Und melde dich doch mal mit Andreas. So, und was war? Ich habe die Nachricht gehört, Corinna, kurzer Smalltalk, gesagt, yes, mache ich. So, dann habe ich einen Probeauftritt gehabt in Berlin. Das war Anfang Februar. Mein Probestart bei ihm, bei der Marketingoffensive, er fand es geil. Danach Berlin vor 4.000 Leute und jetzt
letzte Woche vor 10.000 Menschen einen Mega-Auftritt gehabt. Hätte ich diesen Video 2014 nicht hochgeladen, hätte ich auf meinen Verstand gehört, nicht auf mein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl war gut, ich sag, mach das, aber mein Verstand hat gesagt, nee, das kannst du nicht, nee, das darfst du nicht, du hast da das so gemacht, das könnte Leute irgendwie treffen. Hätte ich mein Marketingfilter komplett eingeschaltet und diesen Video nicht hochgeladen, würde ich jetzt nicht hier sitzen und drüber reden. Dann wär ich nicht auf der Bühne bei Dirk Kräuter gestanden, dann hätte ich nicht geile Fotos gehabt und da kann ich jetzt ganz viel weitermachen. Und das ist das Schöne, wir haben in der Regel, alle, haben wir sogenanntes Bauchgefühl, ein Bauchradar. Und dieses Teil funktioniert bei den meisten Menschen sehr, 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 sehr gut. Und da kann man sich auch gerne mal drauf verlassen. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt gesagt, dass ich wieder in Zukunft, was ich schon sehr oft gemacht habe, aber auch mal zwischendurch ein bisschen verloren habe, höre einfach auf dein Bauchgefühl, weil dein Bauchgefühl sagt dir, was ist richtig und was ist falsch. Das ist meine Empfehlung für euch. Hört öfters auf euren Bauch. Und euer Bauch trifft die richtigen Entscheidungen.